Ja, mir persönlich macht das zum Glück gerne nichts, aber es gibt immer mehr Leute, die jetzt heftig müssen niesen, weil sie Heuschnupfen haben. Das eines von den Themen jetzt in deinen SRF Kinder News. Hoi Günther, hoi Schnupfen, servus, schön bist auch diese Woche mit dabei. Ja, vielleicht hörst du es in diesen Tagen auch immer wieder niesen oder siehst ein Gespänli in den Augenreiben. Und das nicht etwa, weil sie müde sind, sondern weil sie eben den Heuschnupfen haben. Dazu gerade eine Quizfrage. Wie sagt man den Pollen auch noch? A. Blütenstaub oder B. Pocken? Die Antwort gibt es wie immer noch in der heutigen Folge. Diana ist Kinderreporterin, der Florin Kinderreporter und beide haben auch den Heuschnupfen. Wir haben sie gefragt, wie es ihnen momentan geht und was ihnen gegen den Heuschnupfen helfen könnte. Da haben sie mit sogenannten Hausmitteln gerade selber austestet. Bei uns daheim haben sie ja gerade ziemlich frisch geheut auf dem Schulweg. Da muss ich mich einen ganzen Kilometer lang, ungefähr 4 Stunden, 10 Minuten, irgendwie blogen mit dem Heu, das überall auf den Feldern rumliegt. Ich hatte mega rote Augen, richtig angeschwollen. Und man darf halt nicht kratzen. Es ist mega schwierig, zum nicht kratzen, weil es brennt halt richtig. Ja, es ist übel. Das, was mir mega hilft gegen Heuschnupfen, ist eigentlich duschen. Was mir auch hilft, ist, wenn ich so Milch, also so mit dem Watte-Dings, wie wenn man den Nagellack entfernt, tun ich so in Milch hineintunken und dann in die Augen hineintropfen. Das hilft auch, das spielt halt wie so dein Auge aus. Gegen Heuschnupfen helfen also auch Sachen, die du bei dir daheim hast. Sogenannte Hausmittel. Für Florin und Diana stehen deine 3 so Hausmittel parat. Getrocknete Pfeffermünzblättchen, Teebeutel und Äpfelessig mit Honig. Und diese 3 Sachen werden jetzt getestet. Also ich glaube, das sind Pfefferminzblätter. Die müssen wir ins Glas Wasser machen und dann trinken. Pfefferminz kühlt und soll beruhigen. Gerade wenn die Pollen im Hals kratzen, soll ein Glas Pfefferminzwasser Wunder wirken. 1, 2, 3. Alles. Es hat einen mega milden Geschmack. Ich glaube, man muss es noch etwas länger so im Glas reinlassen mit Wasser. Als nächstes machen wir so Teebeutel, so Pfefferminztee. Das tut man sich so auf die Augen drauflegen und ich mache das zu Hause ziemlich oft. Das fühlt sich wohl an. Es macht halt so ein bisschen, damit es nicht mehr so brennt. Ja, es ist beruhigend. Das ist Äpfelessig. Was speziell gegen Nüsseanfälle soll helfen, ist alltag 2 Esslöffel Äpfelessig in einem Glas Wasser auflösen und trinken. Okay. 1, 2, 3. Aber Achtung! Boah, mich läuft. Fein ist das nicht wirklich. Das ist grusig. Das ist so grusig. Das würde ich definitiv nicht nehmen, weil das ist so grusig. Es läuft einfach. Essig trinken, ich glaube es auch weniger meine Sache. So wie Diana und Florin geht es im Fall immer mehr Leute, heisst immer mehr Leute haben Heuschnupfen. Aber das da liegt, das erklären wir euch jetzt. Pflanzen verbreiten Blütenstaub und diesem Blütenstaub sagt man auch Pollen. Auf Pollen können Menschen allergisch sein. Das heißt, wenn sie Pollen einatmen oder beispielsweise ins Auge bekommen, dann müssen sie niesen, die Nase läuft oder die Augen beginnen zu jucken. Das nennt man dann Pollenallergie oder auch Heuschnupfen. Warum immer mehr Menschen Heuschnupfen haben, hat verschiedene Gründe. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben beispielsweise herausgefunden, dass Kinder in der Stadt häufiger Heuschnupfen haben als Kinder, die auf dem Land wohnen. Das kann mit der Sauberkeit in Stadtwohnungen zu tun haben. Kinder, die selten mit Bakterien oder Viren in Berührung kommen, trainieren nämlich das Abwehrsystem in ihrem Körper nicht gut genug. Dann kann es sein, dass der Körper harmlose Blütenpollen verwechselt und meint, dass sie den Körper krank machen. Er versucht dann sehr heftig, die Pollen wieder loszuwerden, eben mit Niesen oder einer laufenden Nase. Ebenfalls eine Rolle spielen könnte die Luftverschmutzung in den Städten.
Denn Pollen können durch Autoabgase verschmutzt werden und dadurch zu mehr Husten oder Niesen führen. Ein weiterer Grund kann der Klimawandel sein. Dieser führt zu immer mehr Pollen in der Luft. Wenn nämlich der Winter nicht richtig kalt ist, fangen manche Pflanzen schon im Januar an zu blühen. Und solange Pflanzen blühen, verbreiten sich auch ihre Pollen. Das heißt, dass es kaum noch Monate im Jahr gibt, in denen keine Pollen fliegen. Hinzu kommt, dass es immer länger trocken ist, denn normalerweise wäscht der Regen die Luft von den Pollen wieder sauber. Wenn es nun längere Zeit nicht regnet, können Pollen vom Boden wieder aufgewirbelt werden und gelangen so erneut in die Nase oder in die Augen. Und hast du es gehört im Beitrag, die Lösung von unserem Quiz? Wie sagt man den Pollen auch noch? A. Blütenstaub oder B. Pocken? Es ist natürlich A. der Blütenstaub. Die Pocken sind eine Krankheit. Und von genau diesen Pocken, oder besser gesagt Affenpocken, hast du in letzter Zeit vielleicht auch mal gehört. Affenpocken, eine Krankheit, die fast nur in Afrika vorkommt, aber eben nur fast. Weil seit kurzem verbreitet sich die Affenpocke auch in Europa und vor zwei Wochen, da hat es den ersten Fall in der Schweiz gegeben. Hier die wichtigsten Infos für dich. Affenpocken werden von einem Virus übertragen. Es ist eine sehr seltene Krankheit, darum gibt es nur wenig Bilder davon. Wenn man das Affenpocken-Virus hat, dann bildet sich auf der Haut so Blattern. Und denen sagt man eben auch Pocken. Neben diesen Pocken gibt es aber auch noch andere Symptome. Die Symptome sind etwa wie bei einer Grippe. Also man hat Gliederschmerzen, man bekommt Fieber. Die Affenpocken sind vor über 60 Jahren zum allerersten Mal entdeckt worden. Und zwar bei einem Laboraff. Darum heisst die Krankheit auch Affenpocken. Ursprünglich kommt sie aber von Nagetieren, die in Afrika leben, wie zum Beispiel Ratten, Streifen oder Eichhörnli. Momentan berichtet mega viele Medien über die Affenpocken. Das hat vor allem damit zu tun, weil man auch bei Corona am Anfang nur von einzelnen Fällen geredet hat und dann sind wir, wie du weißt, in einer Pandemie gelandet. Und eine zweite Pandemie will schliesslich niemand. Aber müssen wir wirklich Angst haben, dass jetzt nach der Corona-Pandemie die Affenpocken-Pandemie kommt? Nein, sagen Expertinnen und Experten. Im Moment haben wir keinen Anlass dazu, dass die Bevölkerung beunruhigt sein muss. Also keinen Anlass für Angst oder Panik. Ein Grund, wieso du nicht Angst haben vor dieser Krankheit, ist, dass sie im Gegensatz zu Covid sehr viel weniger ansteckend ist. Um die Affenpocken zu bekommen, muss man nämlich sehr, sehr nahen Kontakt haben mit einer infizierten Person. Bei Corona hat jemand ja nur husten und 100 Hände angesteckt werden. Bei den Affenpocken passiert das nicht. Also zusammengefasst für dich, Affenpocken sind nicht so ansteckend wie Corona. Es sollte darum auch nicht zu einer Pandemie kommen. Und das war es auch schon wieder für das Mal von deinen SRF Kinder News. Am besten abonnierst du gerade noch den Kanal SRF Kids auf YouTube, dann verpasst du die nächste Ausgabe nicht. Bis dahin, hebt dir Sorge und eine gute Woche. Baba.